JVC hat hier auf der CEDIA 2018 ein dermaßen Feuerwerk abgefackelt, dass ich zur Aufarbeitung beschlossen habe, ich gehe mal lieber in eine etwas entlegene Ecke hier von dem Convention Center, um Ihnen in Ruhe von den Eindrücken und den technischen Spezifikationen zu berichten. Generell ist es ja so, auch schon als man die Pressemitteilung gelesen hat oder mitbekommen hat, was auf der IFA war, die meisten Leute werden wahrscheinlich dasselbe gedacht haben wie ich, nämlich ein Wort: endlich. Endlich macht's bei JVC Klick. Ich persönlich beziehe das jetzt weniger auf den Umstand, dass man jetzt auch im, ich mag das Wort nicht bezahlbar, weil das ist sehr relativ, aber im, ich sage jetzt mal, vertretbaren Preisbereich für viele Leute natives 4K geboten wird, darauf komme ich gleich nochmal, sondern für mich ist sogar eher der Umstand wichtig, dass man auch schon an den Gehäusen sieht, dass wir einfach eine andere Ära einläuten. Ich meine, wie lange gab es jetzt immer dieselben Gehäuse mit minimalen Verbesserungen? Dann hat man sich mal über eine neue Motion Flow Generation gefreut und dann halt immer eShift 3, 4, 5 und so weiter. Und ich möchte die Detailverbesserung gar nicht klein oder schlecht reden, denn gerade das Processing macht ja einen Großteil der Bildqualität aus, zusammen mit JVCs sehr guten DILA-Panels. Aber man hat sich ja immer so ein bisschen gewünscht, dass es eben mehr ist, als dass man jetzt immer nur so einen ganz kleinen Schritt macht, sondern einfach mal wieder was zum Anfassen kommt. Drücken wir es mal so aus, ganz plakativ. Also, bei JVC ist es so, fangen wir mal ganz unten an, der X5900 wird gestrichen. Der läuft nicht mehr weiter. Zumindest ist das hier in Amerika der Fall. Ich weiß es jetzt nicht 100%, also hier in Amerika ist es so, dass der 7900er preislich nach unten rutscht, der 5900er aus dem aktiven Sortiment rausrutscht und nach wie vor eine sehr große Marktberechtigung hat. Denn eines darf man bei allem 4K-Hype nicht vergessen. Der X7900 hat zumindest auf dem Datenblatt nach wie vor den höheren nativen und auch dynamischen Kontrast als die vermeintlichen Nachfolgegeräte, die auf eine andere DILA-Architektur treffen. Also da darf man sich jetzt nicht irgendwie hier blenden lassen und alles andere wegdenken. Der 7.9er, wenn der auch in Deutschland ein bisschen günstiger auf den Markt kommt, das wird nach wie vor eine Granate sein. Denn unser Auge reagiert auf Helligkeit viel empfindlicher als auf Auflösung. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, um wirklich 4K zu sehen, geschweige denn natives 4K von geschifteten 4K zu unterscheiden, was die JVCs wahnsinnig gut gemacht haben, da muss ich schon mindestens oder idealerweise den Abstand zur Leinwand haben, die der Leinwandbreite entspricht. Das heißt, wenn ich bei einer 3 Meter Leinwand 3 Meter entfernt sitze, dann sehe ich es. Wenn ich weiter entfernt sitze, dann mit jedem Stückchen verliere ich an Auflösung. Aber da gibt es dann von mir sowieso auch noch mal ein Special zum Thema Leinwandgröße, Sitzabstand etc. Möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Ich möchte nur sagen, machen Sie nicht den Fehler und fokussieren Sie sich nur auf das Thema 4K. Eine gute HDR-Darstellung ist viel wichtiger vom Kontrast her für ein gutes Bilderlebnis als jetzt das letzte Quäntchen an irgendwo rausgekitzelten Pixel. Und deswegen sehe ich jetzt auch kritisch, und wir springen jetzt mal kurz ein JVC-Modell, dass JVC den N9 vorgestellt hat. Der N9 ist das neue Topmodell verglichen mit dem, was man vorher mit X5900 oder 7.9 und 9.9 kannte. Also der N9 wird preislich allerdings einen großen Sprung machen und bei 18.000 Euro liegen. Er holt sich vom Z1 die sehr hochwertige Optik und verbindet diese dann mit einer konventionellen Lampe zusammen mit einem 4K-Panel, welches dann zusätzlich noch mit einer E-Shift-Einheit ausgestattet wird, um auf 8K hochzuschiften. Wie gut das dann im Detail sein wird, wollte man zwar hier auf der Messe zeigen, aber ich bin da wahnsinnig skeptisch. Ganz ehrlich, die Messevorführung, die war, also es war das beste Bild, was ich bei den Projektoren gesehen habe, die jetzt nicht hier irgendwie irgendwelche Tech-Demos darstellten, sondern wirklich hochwertige Projektoren waren zum Kaufen.
Das Bild war, wie der Amerikaner so schön sagt, jaw-dropping. Also wirklich Kinnladen runter, aber das war halt, wie es üblich ist. Speziell aufgenommenes Material, also kein Filmmaterial, langsame Kameraschwenks. Und das sah wahnsinnig detailreich aus. Aber wenn man sich dann mal überlegt, ich bin dann nach der Vorführung mal vorne an das Display hin, an die Leinwand, die übrigens auch eine High-Gain-Leinwand war. Das unterstützt gerade HDR-Effekte. In anderen Bereichen hat man aber Hotspot-Bildung gesehen, was nicht am JVC lag, nicht, dass mich falsch verstehen. Aber wenn ich dann nach vorne hingehe und sehe, dass ein Projektor, der einen halben Tag gelaufen ist, immer noch mindestens einen halben Pixel Konvergenzversatz hat, dann frage ich mich, dann ordnet man den Bildeindruck, den man vorher hatte, einfach ein Stück weit neu ein. Dann kann das jetzt nicht die 8K-Auflösung gewesen sein, die jetzt auf einmal hier der große Gamechanger war. Hier muss man einfach auf ein Seriengerät warten. Also der N9, der hat 2200 Ansilumen, den dynamischen Kontrast weiß ich jetzt offen gestanden nicht. Mir sind diese Datenblattangaben eh ein Stück weit zuwider. Mir geht es eher um die generelle Konzeption vom Gerät, als ihn jetzt hier ein Datenblatt vorzulesen. Ist interessant wegen 8K E-Shift, aber jetzt hier auf der Messe würde ich jetzt nicht behaupten, dass das der Grund war, warum das Bild so gut war. Ich würde eher sagen, die neue JVC-Reihe ist generell wahnsinnig gut geworden. Ich fand es ein bisschen schade, im Nebenraum der von der Restlichtoptimierung längst nicht so gut war, da lief ein N5 oder N7. Auf einer relativ kleinen Leinwand, CinemaScope-Leinwand, da lief Fast and Furious in HDR, aber auch wieder hier auf keiner Unity-Gain-Leinwand, auch wieder auf so einer, sage ich mal, kontrastverstärkten, aber gleichzeitig auch etwas artefaktbehafteten Leinwand. Und das Bild war sehr gut, aber es war halt keine perfekte Bedingung. Der Raum war immer noch so ein bisschen geöffnet für Restlicht. Also es war jetzt nicht die Möglichkeit hier zu sagen, man kann den Schwarzwert perfekt bestimmen. Die Bildschärfe war bei den ausgewählten Actionsequenzen auch nicht wirklich zu sehen. Und da lief halt wirklich immer die gleiche 2-Minuten-Sequenz, ohne irgendwann mal was anderes. Und da hätte ich mir ein bisschen mehr Transparenz gewünscht von JVC, dass man eben auch anderes Material zeigt oder mal ins Menü reingucken kann oder mal irgendwelche technischen Details erfährt. Aber vom Grundsatz her war das Bild sehr vielversprechend und hatte ein sehr gutes Schwarz, JVC-typisch. Wenngleich, habe mich da vor Ort mit einem Techniker unterhalten, der N7, also der mittlere von den ganzen. Ja, ganz ehrlich, man hat gesagt, dass bei JVC sehr, sehr, sehr viel Wert gelegt wurde auf die neue DILA-Architektur. Und ich bin ins Gespräch eingestiegen und habe den Richard, hieß er, glaube ich, genau. Schöne Grüße, falls er zuschaut. Der kann nämlich Deutsch. Habe den Richard gefragt. Letztes Jahr wollte man keine 4K-Panels einsetzen, weil es geheißen hat, wir wollen keinen Kontrast und kein Schwarz opfern und das geht nicht mit 4K-Panels. Dieses Jahr kommen 4K-Panels und ich habe gefragt, was hat sich geändert? Und die Antwort war, dass ich einen wahren Technologiesprung, wenn nicht sogar zwei Sprünge getan habe, gerade Anfang des Jahres für JVC in der Entwicklung. Und man dann erstmalig an dem Punkt war, wo man gesagt hat, ja, jetzt können wir es machen. Jetzt haben wir immer noch einen wahnsinnig guten Schwarzwert, eine wahnsinnig gute Durchzeichnung und eben natives 4K, ohne jetzt hier zu shiften und können dann darum eine komplett neue Generation bauen. Und man hat dann auch intern überlegt, ob man den bestehenden JVC Z1 auch nochmal auffrischt. Aber das ging nicht, weil die neue DILA-Generation so komplett anders aufgebaut ist, dass man vom Topliner nicht auf diese neue, extrem gute, native 4K-DILA-Generation rüberspringen konnte. Der Z1 läuft weiter, der bleibt weiterhin bei JVC das Top-Produkt, welches hohe Lichtleistung und den Vorteil von Laserlicht kombiniert. Es hat preislich relativ exklusiv positioniert. Aber nur um zu zeigen, dass man eben wirklich einen großen Sprung gemacht hat, hat man gesagt, Mensch, wir können nicht einfach unser Top-Produkt umbauen, da müssen wir uns was anderes überlegen und jetzt bringen wir es erstmal in den Preisklassen drunter. Man hat auch ganz klar gesagt,
dass der N5, also der 6000 Euro Projektor, einen sehr guten Schwarzwert haben soll, aber dass erst der N7 ungefähr auf dem Niveau liegen soll, was ein X7900 schafft. Also man darf von den Geräten einen sehr guten Schwarzwert erwarten, aber jetzt nicht auf einmal so, dass die noch besser sind als das, was er von der letzten Generation kennt. Einfach formuliert, es wird grob das bisherige Niveau laut JVC erhalten und gleichzeitig jetzt um die nativen 4K-Eigenschaften ergänzt. Das sind so die Infos, die ich aus der Messe rausgekitzelt habe. Und ja, natürlich jetzt Bildeindruck, da sieht man jetzt nicht, ob irgendwo ein Projektor ein paar Nits jetzt nochmal dunkler ist oder ein Zehntel Nit in der Umgebung wie auf einer Messe, wo man, das ist ja wieder das Thema, was wir schon ein paar Mal hatten, wie sehr kann man einer Demo trauen. So, aber um jetzt mal ein bisschen wieder Struktur reinzubringen, Unterschiede zwischen N5 und N7. N5, 6000 Euro, kein DCI-Filter, nativer Kontrast 40.000:1, Helligkeit 1800 Lumen. Der N7 hat den doppelten nativen und dynamischen Kontrast, soll laut Datenblatt 100 Ansilumen mehr haben und hat obendrein auch noch den DCI-Filter. Der wurde neu entwickelt mit einer Gewichtung, dass man sich gesagt hat, okay, wir verlieren rund 20% Helligkeit durch den DCI-Filter, gewinnen nochmal 10% mehr Farbraum und können dann 100% DCI-P3 mit einer guten Farbsaturation abdecken. Der N5, da wird so auf rund 85% DCI-P3 Coverage kommen. Ansonsten, was beide Geräte gemeinsam haben, und das ist wirklich super, ist ein ganz klares Objektiv. Das heißt, keine Plastikelemente drin, die sich dann thermisch eventuell verziehen können. Wir haben auch sonst die ganzen Features, die man kennt, Lens Memory etc. drin, Einstellmöglichkeiten, die JVC Auto Calibration ist drin. Und darüber gibt es jetzt auch noch ganz neu, das ist JVC auch sehr wichtig, eine Auto-HDR-Anpassung. Bei der letzten Generation war es ja so, dass man von JVC wie so eine Art Liste bekommen hat. Und dann konnte man im Projektor auslesen, welche Helligkeit ein HDR-Film wirklich als Zielvorgabe nutzt. Und demnach konnte man den Projektor manuell dann nochmal nachstellen. Und das wird jetzt einfach formuliert automatisiert, indem JVC das Quellmaterial analysiert und dann die HDR-Darstellung daraufhin optimiert. Wer will, kann die Funktion aber natürlich auch abschalten. Und dann sind wir bei den ganzen manuellen Einstellmöglichkeiten. Und da wird es richtig interessant, denn ich konnte jetzt zwar nicht ins Menü schauen, aber man hat mir bestätigt, dass nicht nur die zahlreichen referenzwürdigen Einstelloptionen der ganzen HDR-Bildregler beibehalten wurden, sondern da wurde auch noch sehr viel obendrauf gepackt. Und man kann jetzt dann zum Beispiel auch hergehen und für verschiedene Arten der HDR-Zuspielung, zum Beispiel HDR10, Hybrid Log Gamma, auch anscheinend sogar für verschiedene Bittiefen, also nicht Bittiefen, sondern verschiedene Farbunterabtastungen, verschiedene Auflösungen etc. Da kann man dann im Projektor verlinken, welches Bildprofil verknüpft werden soll, sodass man dann praktisch gerade im Sinn der Automation und der Optimierung sowohl in Bezug auf Komfort, sprich Stichwort Auto-HDR, als dann eben auch durch manuelle Einstellungsmöglichkeiten nochmal sehr viel optimieren kann. Ansonsten halbe Umschaltzeiten, das heißt, wir haben komplett neues Processing Board in den Geräten, welches die auch deutlich schneller machen. Wir gucken noch gerade, volle 18 Gigabit können die Geräte sowieso und die Geräuschentwicklung soll minimal lauter sein. Ich muss jetzt nachschauen, dass ich es richtig sage, laut JVC Messungen von 21 auf 24 Dezibel, andere sind es immer die Frage der Frequenzzusammensetzung und man hat dann letztendlich kommuniziert, dass sich unterm Strich hörbar der Projektor jetzt nicht unangenehmer anhört, obwohl er auf dem Datenblatt bei bestimmten Messungen ein Tickchen lauter ist. Man darf auch nicht vergessen, dass für mich persönlich in manchen Konstellationen eher nervige E-Shift-Noise ist komplett weggefallen. Oder zumindest bei den kleinen, beim N5, beim N7. So viel zu den technischen Daten. Ich bin wahnsinnig gespannt auf die neuen Projektoren. Die werden sich sicherlich einen sehr, sehr, sehr spannenden Kampf mit Sony liefern. Und aus meiner Sicht ist der Ausgang völlig offen. Sony hat auf seiner Vorführung mit dem Z1 verglichen von JVC, um den großen Projektor, den Sony vorstellt, den 870er ein bisschen zu promoten. JVC hat auf Vergleichstests oder spezielle Workshops verzichtet.
Und das ist natürlich jetzt schwierig, Projektoren so quer zu vergleichen mit völlig anderen Leinwänden, anderen Bildgrößen. Auf jeden Fall lässt sich jetzt schon festhalten, dass JVC es Sony deutlich schwerer machen wird, viel mehr entgegenzusetzen hat. Und ich kann mir vorstellen, dass beide Projektoren letztendlich ihre Daseinsberechtigung haben werden. Ich glaube nicht, dass man am Ende November, wenn dann alle Projektoren spätestens auf dem Markt sind, sagen kann, der eine ist auf jeden Fall der beste und der andere kann nichts. Ich denke, da wird es verschiedene Bereiche geben. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Wir haben alle Projektoren bestellt. Sie können alle Projektoren auch schon über unseren Shop kaufen. Sie bekommen die bei uns mit bestem Support, teilweise dann auch mit einer gratis Vor-Ort-Kalibrierung von mir. Und da gucken wir, was die Zeit bringt. Ich freue mich wahnsinnig auf die neuen JVCs. Und das ist mein persönliches Messe-Highlight neben dem großen Sony, dass eben JVC jetzt auch einen Technologiesprung gemacht hat.